Hey Leute, Mike ist Mike und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Trade-Up-Contract-Video hier auf meinem Kanal. Ja, nicht, natürlich nicht nur alleine, sondern wir haben hier noch mit ein paar Bekloppten sind wir hier noch im TS. Nur später Stunde, unter anderem ist dabei der Uwe. Hoi. Die Saskia. Hey. Und ja, sie wissen ja, wie sie heißen. Wir sind anscheinend nur noch zu dritt, okay? Nein, Simon ist da. Simon ist da, aber der redet gar nicht. Ah, da ist er. Da ist okay, er ist nicht da. Okay, pass auf. Und zwar, was bei mir hier ansteht, ist ein bisschen komisch. Und zwar habe ich nämlich, vorhin haben wir ein paar Cases geöffnet, ja. Und, naja. Das erklärt nicht den Rest, ich habe da ein paar Trade-Ups gemacht. Uwe, was hast du denn heute noch gezogen? Irgendwas Besonderes? Die Muertos Statrack war so, glaube ich, mein Highlight. Ja, okay, mein Highlight war die Farmers Gin. Und das aus 50 Kisten. Ist ein bisschen traurig, aber ja, muss man natürlich in Kauf nehmen. Das ist zwar immer scheiße, weil man sich ja doch natürlich erhofft, gerade wenn man so viele Kisten aufmacht, dass man was Gutes rausbekommt, aber ja. Das zackt dann natürlich wieder. Deswegen habe ich jetzt hier, ah ja genau, ich hatte noch eine Trigon und eine Nova Antique bekommen und dann habe ich mir hiervon noch zwei Triggets, Triggen dazu gekauft und habe halt hier noch so ein paar Galilea Ecos, Freistellung Monkey Business, also so mache ich jetzt so ein Gemisch aus Chroma 2 und Phoenix. Und du, Uwe? Ich werde die Conspiracy in Star Trek Minimal Wear contracten und erhoffe mir dadurch die, wie heißt sie? Cyrex in Star Trek. Alternativ wäre die P90 in Star Trek. Wenn Factory New rauskommt, kackt sie nicht rein. Ab Minimal Wear kackt sie richtig rein. Aber man kann sie spielen. Auf jeden Aber Fall. Man kann sie auf jeden Fall spielen, ja. Also es wäre dann halt der Trostpreis. Und die Cyrex wäre mega in Minimal Wear, ist schon safe. Und Factory New wäre richtig geil. Ja. Ich habe hier bei mir hauptsächlich hier einmal Minimal Wear, weil ich sie gezogen habe und sonst auch alles nur einmal zerprobt. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt die AWP Asimov ziehen sollte, worauf ich hoffe, dann ja, reicht Einsatz erprobt vollkommen aus. Wenn ich dann hier die Hyper Beast ziehe, ja, kann es vielleicht auch noch reichen. Also es reicht natürlich dann für die Hyper Beast, dass ich Plus mache. Aber ist die Frage, ja, wie sie dann halt aussieht, hoffentlich. Genau, das gut, ist die Sache. Die Neon Rider selber würde ich auch spielen, nur die Aug Chameleon ist halt hier das einzige Schwachpunkt. So ja Mann, okay, die Aug Chameleon kackt richtig rein. Die habe ich damals bekommen, wo wir den auf ja, genau, Trade-Up gemacht haben. So. Ich musste die auch direkt verkaufen, weil die mich immer an mein Elend enttäuscht erinnert hat. Ich glaube, ich mache das, wenn ich die ziehe, dann mache ich das so wie du und nenne die irgendwie so und so viel Euro wasted. Ja, genau. Und ich habe jetzt hier natürlich, damit sie mir Glück bringt, die Monkey Business auf Platz 6 gebracht. Ja. So, Signature. Ich hoffe auf die A. B. B. Cyrex. Oder wie schreibt man die mit X hinten, Cyrex? Ich weiß nicht mal, ja, wie man die schreibt. Ja, ja. Oder Herz auf die M. Hier. A. 1. S. Oh Mann, ich sehe schon wieder kommen, Mann. P90 Battlescar. Um einiges. Ja, also ich habe Einsatz an den Skins 100 Euro. Knapp unter 100 Euro. Ja. Ja, wenn man jetzt die Skins hier mitrechnet, die ich hier aus den Kisten habe, dann habe ich auch so um die 150 Euro Einsatz. Aber wenn man jetzt rein auf den Marktwert der Sachen hier geht, habe ich so ungefähr 35 Euro Einsatz. Ich glaube, die Hyper Beast war irgendwie um die 50 Euro und die AWP natürlich auch. Die Neon Rider kackt natürlich rein mit irgendwie um die 8 Euro oder so und die Aug Chameleon hat hier 2-3 Euro. Wie gesagt, kein großer Verlust, aber trotzdem wäre es ärgerlich. Ja, auf jeden Fall. Und bei mir geht's schon richtig im Kniste. Ja. Ich hoffe einfach, P90 Factory New Version auf jeden Fall safe, da würde ich sogar Gewinn machen. Ja. Aber natürlich muss es die Cyrex Factory New sein. Wie geil wäre das? Da würde ich glaube auch 90 Euro Gewinn machen. Okay, ja, okay, das wäre natürlich hammer awesome. Wie gesagt, bei mir leider kein Star Trek Trade-Up. Das war mir jetzt zu teuer und ich sehe da jetzt so langsam. Ist bei mir jetzt auch wieder so eine Durchstrecke erreicht, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich echt am überlegen, inwiefern ich das noch weiterführen soll. Also Sachen Trade-Ups, wie viele da noch kommen. Oder Case-Openings. Also ich denke, Case-Openings werden auf jeden Fall ziemlich wenige noch kommen. Trade-Ups vielleicht ein bisschen mehr, weil man da die Chance noch so ein bisschen wenigstens absehen kann.
Ja, ja. Also Trade-Up ist auf jeden Fall eine sichere Sache als Kisten öffnen. Ja. Ja, in dem Fall habe ich jetzt quasi, also normalerweise hat man halt beim Trade-Up so meistens so 50-50 Chance, wenn man was kriegt, ne? Hirnbrot, bist gerade pünktlich wieder da. Ja, ja genau. Also wir sind auch noch parallel im Livestream, um das kurz zu erwähnen. Ja, deswegen. Darum geht's halt. Yo. Und ich würde sagen, also ich bin jetzt hier, hab hier alles ausgefüllt, alles ausgebaut, hab reingeschrieben, was ich gerne hätte und das Herz darf natürlich nicht fehlen. Und ich bin bereit. Ich mache jetzt hier noch so ein hässliches Cyrix hin, das reißt halt raus. Okay, Vertrag absenden in 3, 2, 1, go. Okay. Ja, nicht mehr ganz, also ich bin jetzt nicht ganz nervös, aber ich würde mich für Uwe freuen, wenn er irgendwie sein Wunsch da. Ja man, Cyrix Factory New. Und ich hab die Hyper Beast. Echt? Geile Scheiß, Mann, GZ, Mann. Uwe? Ich bin nicht ansprechbar. Was hast du? Cyrix! Echt jetzt? Ja, aber sieht nicht nach Factory New, oder? Factory New! Echt? Fuck off! Ja, Mann. Lava! Okay, für AT ausrüsten. Nein. Uwe? Verkaufen. Ja? Verkaufen, aber nicht im Steam-Art. Ich will das schon 15 Sekunden vorher und muss mich einfach zurückhalten. Warum musstest du schon vorher? Ich habe einfach in meinem Inventar geschaut, wie du auf Vertrag absenden geklickt hast. LOL! Fall der Geier! Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Fall die Hyäne! Oh lol, ich hab mehr Prozent gemacht, als ich gedacht hab. Du was hast du? Ich hab die Hyper Beast im Einsatz erprobt. 60 Euro. Oh. Alter, geile Scheiße, man. Freut mich auf jeden Fall. Ja, freut mich auf jeden Fall für dich, Uwe. Die ist 190 Euro wert. Ja. Ne, Uwe, 90 Euro Gefühl, wenn du weißt, der Typ will das unbedingt haben und dann siehst du, wie er es hat und du warst nicht... Du so, Uwe. Uwe, das ist voll mies. Alter, voll der Drecksack bist du, ohne Scheiß. Wie kommst du auf sowas, Mann? Ey, das war schon seit 3 Case-Opening. Hallo. Wichtiger Geier an dieser Stelle auf jeden Fall. Also, ich beende hier das Video. Ja. Jo, drückt uns natürlich einen Daumen hoch rein, wenn ihr das Video seht. Ja, gerne. Ihr müsst quasi, weil wir beide halt ein bisschen Lack gehabt haben. Ja, Mann. Uwe hat halt mehr reingesteckt, ne? Also hier in Sachen auch risky und so, ne? Und ja, hat dann natürlich auch High Risk und High Reward. Ich habe halt Low Risk und Low Reward und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen von meiner Stelle aus. Jo, und bis zum nächsten Mal. Ciao.